Noch was sollte man sich angucken oder kann man sich noch angucken und sich besorgen? Also GNU Octave ist immer eine Nummer, beziehungsweise MATLAB, ne, was Sie als Studenten ja umsonst kriegen. WinIQSIM kennen Sie schon und WinIQSIM 2 auch, können sich bei Rohde und Schwarz runterladen. Also hilft, wenn man digitale Modulationsverfahren verstehen möchte und da ein Bild für haben möchte, weil das eine relativ gute Visualisierung ist, obwohl wir das auch mit dem Ptolemy noch machen werden, also auch so ein QRM oder sowas programmieren. Dieses Ptolemy 2 kann ich eben auch nur empfehlen, aber das ist bei Ihnen auf dem PC sowieso drauf, also da kommen Sie gar nicht drum herum. Was für Bücher gibt es? Ich glaube, dass die Referenz hier ist tatsächlich Nachrichtenübertragung vom Dirk Kammmeier. Das ist ein richtig gutes Buch zum Thema Nachrichtentechnik. Das einzige Problem ist, das beschreibt wirklich in jedem Detaillierungsgrad die Theorie und wie man damit rechnen kann und so weiter. Nur wenn Sie das gelesen haben, können Sie deswegen noch kein Kommunikationssystem bauen. Das ist so ein bisschen so der Nachteil dabei. Also die praktische Ankopplung ist für meinen Geschmack der etwas schwach ausgeprägt. Ist aber bei vielen anderen Büchern auch nicht besser, nicht? Also es ist sehr anspruchsvoll, es ist sehr dick, es ist auch sehr umfassend. Also es ist ein richtig tolles Buch und es lohnt sich auf alle Fälle mindestens, es sich mal aus der Bibliothek auszuleihen und reinzugucken. Wenn nicht gar zu kaufen. Es kommt, so teuer ist das auch gar nicht, irgendwie 40, 50 € oder so. Gut, dann gibt es noch so ein paar andere Dinge, wo ich immer mal wieder was rausgegriffen habe. Grundlagen der digitalen Nachrichtenübertragung gibt einen schönen Überblick. Elemente optischer Netze ist relativ speziell für eben Optik, nicht? Also Glasfasern, optische Vermittlungstechnik und so weiter. Ethernet ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber beschreibt eben das Ethernet sehr, sehr gut. Und Digital Communication von Proagis ist das Standardwerk im englischsprachigen Bereich, also steht im Prinzip hier der Nachrichtenübertragung von Kammmeier in nichts nach. Im Gegenteil, es geht sogar theoretisch noch ein bisschen tiefer, meine ich. Ist auch, glaube ich, noch ein bisschen dicker. Also auch das ist durchaus ein Referenzbuch. Aber wenn ich hier sagen würde, wo lohnt es sich mal durchzublättern, dann würde ich die ersten beiden hier erstmal nehmen und die Elemente optischer Netze eben dann, wenn Sie tatsächlich in optische Übertragungstechnik und so einsteigen wollen oder müssen oder dürfen, was auch immer. So, okay, so, gehen wir los. Einfaches Übertragungssystem kennen wir. Haben Sie wahrscheinlich auch schon zigmal gesehen. Wir können das erstmal dreiteilen hier. Sender, Quelle oder Source, wie immer Sie das nennen wollen. Wir haben auf der anderen Seite einen Empfänger, eine Senke oder die Sync und dazwischen den Kanal. So, und all die Dinge müssen wir beschreiben und um die müssen wir uns kümmern. Und eigentlich geht es in der Nachrichtenübertragung immer darum, dass der Empfänger mitkriegt und auch versteht, was der Sender sagt. Das ist wie im richtigen Leben, nicht? Und Sie können auch vieles von dem, was Sie so in der Kommunikation untereinander kennen, übertragen auf Nachrichtensysteme. Das ist alles gar nicht so weit entfernt, außer dass das eine eben mehr Schallwellen ist oder elektromagnetisch, indem sie sich bewegen oder so. Und das nächste ist eben, und das, was wir in der Technik machen, ist sehr viel elektromagnetische Welle, die wir nicht sehen in einem nicht sichtbaren Bereich, nicht? Das ist eben der Unterschied. So, was haben wir dann? So ein paar Trivia zu dem Thema. Also Sender und Empfänger müssen den Kanal erreichen können. Es ist trivial, aber entscheidend, nicht? Wenn das nicht so ist, also wenn ich nicht sprechen kann, dann habe ich ein Problem mit Sprachkommunikation, nicht? Wenn ich nicht winken kann, habe ich ein Problem mit der optischen Kommunikation. Und genauso ist es bei den anderen Dingen eben auch. Wenn ich nicht an dem Kabel bin, in dem die Kommunikation stattfinden soll, dann geht es eben nicht, nicht? Die Übertragung soll fehlerfrei, mindestens fehlerarm sein. Auch das ist so. Wenn Sie sich mal anschauen, was wir so in der menschlichen Kommunikation machen, da ist ja enorm viel Redundanz drin. Also selbst wenn ich jetzt hier irgendwie nuschle oder so in den Kanal störe, haben Sie immer noch eine Chance, mich zu verstehen, weil die Fragmente, die ankommen, oft noch völlig ausreichend sind, um irgendetwas zu kapieren. Wenn Sie die schriftliche Kommunikation nehmen, da können Sie so viele Fehler einbauen in den Text, Sie sind trotzdem noch in der Lage, den Sinn zu erfassen. Also in der rein menschlichen Kommunikation ist eine ganze Menge Redundanz drin. Wenn Sie Kommunikation mit gestörten Kanälen betreiben,
Das ist oft in der Erziehung so, also wenn Sie so mit Kindern oder sowas sprechen, dann ist da immer so ein bisschen, ist immer schwer, dass die einen dann wirklich verstehen. Dann wiederholt man auch Dinge öfter mal, nicht? Und eines der schönsten Dinge ist natürlich, wenn Sie so mal Kinder haben und dann nehmen die Kinder natürlich gerne die Füße auf den Tisch, nicht? Und dann in der Regel muss man bei Kindern eben alles dreimal sagen und beim dritten Mal die Leistung erhöhen. Das ist eben auch wie in der richtigen Kommunikationstechnik. Also nimm die Füße vom Tisch, nimm die Füße vom Tisch, nimm die Füße vom Tisch. Und dann funktioniert es auch, dann wird man verstanden. Nicht? Also man baut eine ganze Menge Redundanz ein, in dem Fall die dreifache. Und dann muss man den Kanal auch noch, also das noch kräftig auf den Kanal zugreifen, damit dann eben auch man wirklich verstanden wird. So, auch das. Da stecken aber schon wirklich ein paar Dinge drin, die Sie auch wirklich über die Nachrichtenübertragung eins zu eins übertragen können. Ne? Also Redundanz reinpacken, etwas mehrfach sagen. Und wenn es dann immer noch nicht klappt, eben einfach den Signal-Rauschabstand erhöhen. Ne? Also Leistung erhöhen. Was natürlich wieder stört, weil wenn nebenan irgendjemand was anderes kommunizieren wollte, dann haben Sie gerade dessen Musikgenuss oder Nachrichten hören oder sowas da gestört. Ne? Dadurch, dass Sie die Leistung erhöht haben. Also nicht so klasse. Sie können auch da viele Sachen ausprobieren, wenn Sie mal ausgucken möchten, wie sowas funktioniert. Spielen Sie mal wieder Stille Post, haben Sie als Kinder wahrscheinlich alle mal gespielt. Cooles Spiel, gestörter Kanal, ne? Manchmal bewusst gestörter Kanal. So, wie greift man auf den Kanal zu? Wir parallel finden hier in diesem Gebäude mehrere Sessions statt, also mehrere Vorlesungen statt. Und die stören sich nicht, weil sie ja an völlig unterschiedlichen Orten abgeschirmt stattfinden. Überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben hier die Datenrate einfach verendfacht, indem wir in mehreren Räumen Vorlesungen, nicht die gleichen, aber Vorlesungen halten. Ne? Ansonsten wäre es ja nur redundant. Wir haben in der ganz normalen Kommunikation in der Regel hier so ein Time Domain Multiple Access, das heißt, einer spricht und die anderen hören zu. Und wenn der andere was sagen möchte, dann wartet er zunächst, ob der Kanal frei ist und dann fängt er an zu sprechen. Sie lachen, ja, ist ganz entspannt im heute Morgen. Ne? So, und grüße Ernst. Also so kommunizieren wir normalerweise miteinander und nicht nur so funktioniert es, aber Basis- oder einfache Kommunikationssysteme funktionieren tatsächlich so. Das heißt, man wartet erst, bis man überhaupt dran ist und dann ja, geht's los. Oder man hat eben die Möglichkeit, aber die Möglichkeit haben wir eigentlich nicht, wir Menschen, auf unterschiedlichen Frequenzen. Also. Ja, kann man so sehen, ja. Das sind sogar völlig unterschiedliche Kanäle eigentlich, würde ich sagen. Das ist eine ganz unterschiedliche Technik. Ja, also dieses Einfache, wir haben einen sehr ähnlichen oder fast gleichen Kanal und greifen mit unterschiedlichen Frequenzen drauf zu. Das haben wir eigentlich nicht. Das haben wir vielleicht in der Musik. Da gibt es also also wenn wir so ein Duett oder sowas haben oder Quartett oder sowas, dann singt vielleicht einer im Bass und einer im Sopran und dann können sie das auseinanderhalten. Vielleicht auch sogar den Text auseinanderhalten, aber es ist extrem schwierig. Also eigentlich würde mir nur einfallen, dass man es da hat. Sonst so, dass also die Frau Fritz eine höhere Stimme hat und deswegen parallel zu mir sprechen kann und mich nicht stören würde, wäre es halt nicht so. Ja. Nee, das geht eben nicht. Also es geht zumindest nicht, wenn es Unterricht ist, weil es müssen ja die Sachen, die da reingegangen sind, da wieder raus. Wenn da dann einer spricht, dann gibt es einen Stau. Das geht nicht. Das geht ja nicht. Also das geht vielleicht bei normalen Menschen, aber das geht nicht bei Schülern oder Studenten. Weil es muss ja. Du musst ja da rein, da raus. Ne? Okay, so. Standards und Protokolle. Da habe ich mal ein wunderbares Bild zugemacht, über das ich jetzt hier lange, lange sprechen kann. So. Also, das Ganze beginnt eigentlich schon mit der Post und mit Kommunikationstechniken und mit dem alten Preußen. Das taucht da nicht auf. Das ist so weit in der Historie zurückgehen wollen wir auch nicht. Nicht? Es ist relativ
klar gewesen und schon relativ früh klar gewesen, seit man Kommunikation betreibt, dass man sich auf irgendetwas einigen muss, wie man miteinander spricht. Und deswegen ist die ITU, die International Telecommunication Union, auch, ich meine, die erste internationale kooperative Organisation gewesen, die ins Leben gerufen wurde. Nicht? Weil ich meine, allein das allein Preußen, was wir heute zum Glück nicht mehr haben, allein Preußen hatte irgendwie 20 verschiedene Verträge mit seinen Nachbarn, wie man da miteinander kommunizieren und Briefe schicken und so weiter sollte. Ne? Das ist nicht handhabbar oder nicht sinnvoll handhabbar und auch nicht wirtschaftlich, wenn man mit dem im Norden einen anderen Vertrag als mit dem im Süden und dann dazwischen umsetzen muss und so weiter. Nicht? Und je mehr sie miteinander kommunizieren wollen, desto wichtiger wird es, dass sie sich auf irgendwie ein Verfahren einigen, möglichst weltweit. Das klappt nicht unbedingt, aber wenn man es dann wesentlich kontinentweit schafft oder hier so Kooperationsgruppen vertragspartnermäßig schafft, ist ja schon viel gewonnen. Nun, also so wurde eben die ITU ins Leben gerufen, 1800 und paar, also relativ früh schon, und gibt sogenannte Recommendations raus. Hat natürlich als internationale Organisation auch überhaupt keine Gesetzesgewalt, aber eben die Möglichkeit, ja, Ratschläge, Recommendations oder sowas in die Welt zu setzen, an die sich dann viele, viele, viele Leute auch halten, also auch solche Telekommunikationsfirmen beispielsweise, wenn die irgendwas kaufen, eine Glasfaser kaufen oder ISDN-Anlage oder sowas kaufen, dann wollen die natürlich auch wissen, hey, verhält sich das nach der G711 oder sowas oder ist die Sprachkodierung nach der G711 und funktioniert dieses System im internationalen Verbund. So, und wenn der Hersteller das nicht zertifiziert nachweisen kann, dann kommt das nicht in das Netz rein. Fertig. Damit ist das also im Prinzip, auch wenn es nur eine Recommendation ist, schon umgesetzt. So, wie kriegt man da Informationen? Über itu.int. Wenn dann hier, was ist denn jetzt? Doch, geht. So, finden Sie jetzt hier zum Beispiel unter Standardization. Standards. So, Free Downloads beispielsweise. Ah, da unten war es schon. So, da gucken wir jetzt mal hier zum Beispiel rein in die G-Reihe, ne? Transmission Systems and Media, Digital Systems and Networks. G. So, und da gibt es jetzt eine ganze Menge. Wir sind hier 9000. Wir waren jetzt hier bei Digital Terminal Networks, zum Beispiel Coding of Voice and Audio Signals, G711, Pulse Code Modulation of Voice Frequencies. So. Das war die ich eben einfach so genannt habe. Und da können Sie hier das PDF runterladen und mit einem Viewer sich angucken. So, und dann steht da eben drin, wie jetzt hier Sprache als Pulse-Code-Modulation da zu verarbeiten ist oder repräsentiert wird. Beispielsweise. Okay, und das ist eben jetzt eine internationale Recommendation, ein internationaler Standard, an den man sich halten sollte. Das ist jetzt einer der älteren, nicht? Weil es hier letztlich jetzt ja um PCM letztlich geht, was mehr oder weniger schon abgeschaltet wird heutzutage. Aber gibt natürlich auch andere. Was haben wir denn noch? Bleiben wir mal hier, Transmission Media and Optical, da sind wir eher in dem Bereich unterwegs. Optical Fiber Cables, 650 bis 59. Characteristics of a single mode optical fiber and cable als Beispiel, weil auch solche Glasfaserkabel werden ja teilweise grenzüberschreitend verlegt. Und dann finden Sie hier die Beschreibung, wie sich eben so eine Glasfaser verhalten soll, welche Parameter sie erfüllen soll. Gut, da muss man jetzt tiefer einsteigen, damit man irgendwas davon hat. Aber da stehen hier zum Beispiel, wo ist denn die Tabelle? Hier steht zum Beispiel was über die Dispersion drin, die chromatische. Dann haben wir hier irgendwelche Parameter für Modenfelddurchmesser, für den äußeren Umfang, also den Mantel
Umfang, nicht? Also das muss ja auch aufeinander passen, wie dick das Ding sein soll und so weiter, auf welcher Wellenlänge das betrieben werden soll und so weiter und so fort. Also all das ist hier als Recommendation niedergelegt. So. Aber hat, wie gesagt, überhaupt keine Gesetzesgewalt. Gesetzesgewalt kriegt man natürlich erst, wenn man in die Länder irgendwo reingeht. Ein bisschen dazwischen stehen noch die International Standardization Organization, also die so ISO-Standards rausgibt. Das ist nicht telekommunikationsspezifisch, sondern eben auch über die Telekommunikation durchaus weit hinausgehend, über alles Mögliche. Also es macht auch Sinn zu spezifizieren und international sich zu einigen, wie eine Schraube vom Durchmesser 7 mm auszusehen hat, welche Steigung das Gewinde hat und so weiter und so fort. Also auch solche Dinge machen Sinn, sich international darauf zu einigen, weil es den Handelsverkehr eben einfach weniger behindert, auch wenn es heutzutage Leute gibt, die das gerne behindern wollen. Ne? Gut, aber an der Stelle sind wir natürlich auch schon dann da drin, wo Teile wieder auseinanderlaufen, wo nämlich auch einzelne Länder, Ländergruppen versuchen, ja ihre eigenen Dinge durchzudrücken, weil nämlich auch in dieser technischen Politik eine ganze Menge Handelspolitik und Wirtschaftspolitik drin steckt. So, ich habe jetzt mal nur die wichtigsten. Es gibt natürlich noch den ganzen asiatischen Raum und so weiter, habe ich mal rausgelassen. Nicht? Wir haben hier einmal die USA an der Stelle. Wir haben an der Stelle jetzt hier die Europäische Union, also das, was bei uns passiert. Und hier unten da raus und unten drunter gehängt noch die dann tatsächlich bei uns Gesetzesgewalt haben, nämlich das, was auf der deutschen Ebene stattfindet. So, was haben wir hier? Fangen wir hier an. Federal Communications Commission, die geben letztlich raus, was darf man in welchem Frequenzband machen. Da steht drin, wie hat sich überhaupt ein Toaster, Kommunikationsgerät oder sonst irgendetwas zu verhalten. Also letztlich eben einer der ersten Paragraphen, wenn nicht sogar der erste ist, man darf die anderen nicht über die Maßen und nicht mehr stören als unbedingt nötig und man selber muss sich eben auch vor Störungen von anderen schützen können. Also ein Toaster darf nicht deswegen plötzlich aufbrennen, weil jemand in der Nähe telefoniert. So ganz platt, ne? Aber Sie verstehen, dass das einen gewissen Sinn macht, sowas zu fordern. Eine Tanksäule muss nicht explodieren, nur weil einer gerade einen Telefonanruf kriegt. So, auch wenn das da verboten ist, zu telefonieren oder nicht gemacht werden sollte, während sie tanken. Nicht? So, wenn Sie also ein Gerät in Amerika auf den Markt bringen wollen, dann muss das nicht nur irgendwie das ist ja überhaupt nicht unter der ITU definiert, dann muss das eben nicht nur irgendeiner Recommendation von denen hier genügen. Und sich so verhalten, wie man das eben von einem ISDN-Gerät beispielsweise verlangen würde, sondern es muss sich eben auch noch so verhalten, wie hier unter FCC, UR und UL definiert, dass es eben nicht kaputt geht, dass es nicht über die Maßen stört, dass es keine Aussendung hat in einem Frequenzbereich, in dem es nicht aussenden soll und so weiter und so fort. Also auch das muss zertifiziert sein. Und wenn Sie jetzt mal auf Netzteil oder so gucken, dann finden Sie auch hier FCC, UR, UL da irgendwo draufstehen als... haben wir das hier? Da ist das UL. Ne? Zweimal genau. Nee, also da finden Sie eben auch diese länderspezifischen Dinge da drauf. So, dann haben wir das American National Standards Institute. Das ist sowas wie das deutsche Institut für Normen, wobei das mittlerweile deutsche Industrienorm heißt, wo eben auch einfach amerikanische Normen hinterlegt sind. Also wie sieht eine Zollschraube aus oder sowas und natürlich auch noch viel, viel mehr. Und hier in der Mitte steht der IEEE, Institute of Electronics and Electrical Engineers, oder umgekehrt, also Engineers hinter Electrics und Electronics oder Electronics und Electrics, ist aber auch egal. Also IEEE genannt immer. Das ist der amerikanische, eigentlich internationale Berufsverband der Elektroingenieure. Da können Sie auch eintreten. Ja. Gut. Von wem? Okay, so. Und die haben selber auch Kommissionen, die Standards erarbeiten. Und unter denen finden Sie zum Beispiel den 802.3, das ist der Ethernet, 802.11, das ist das WLAN, 802.15, das ist Zigbee oder die Basis von Zigbee. Zigbee ist es nicht, Zigbee ist der höhere Layer und so weiter und so fort. Also was kriegen Sie von denen dann auch mit.
Aber auch die haben natürlich keine Gesetzesgewalt, sondern nur so, die Macht der Tatsache, dass sich eben viele daran mitarbeiten und viele daran halten. Gut, auf der anderen Seite, haben wir hier die CEPT, das ist was Französisches, Kommission European Post and Telecommunication oder sowas. Die sind ursprünglich in den 80er Jahren damit beauftragt worden von der Europäischen Union. Die machen nicht nur Mist, sogar sehr, sehr wenig Mist. Sind die dafür irgendwie beauftragt worden, sich doch einen digitalen Kommunikationsstandard für Mobilkommunikation auszudenken. So, und das war ein beispielloser Siegeszug, wie man heutzutage weiß, nicht? Irgendwann kam dann ja Anfang der 90er mal das GSM auf den Markt. Also die ersten Handys, die ersten digitalen Handys. Früher hatten wir, mein Vater hatte sowas noch, der hatte so ein Autotelefon. Das war noch das C-Netz. Das war noch ein analoges Netz, aber ich meine nicht mehr handvermittelt. Und davor gab es auch noch solche Sachen, sodass sie Autotelefon wirklich analog betreiben konnten. Da war dann eben im Kofferraum so ein Verstärker und so, in der Mittelkonsole hatten sie einen Riesenteil und so. Aber sie hatten immerhin schon ein Telefon, womit sie von unterwegs telefonieren konnten. Und dann kam ja in den 90ern erst sehr, sehr teuer, aber dann immer mehr und mehr und mehr GSM auf. So mit der Idee natürlich erst einmal, das, was man sonst so gemacht hat, also Sprachkommunikation zu betreiben. Geringe Datenraten, 9,6 Kilobit pro Sekunde netto, mehr gar nicht, oder 12,2, mehr gar nicht. Und da konnte man dann drüber sprechen. So, das Ganze wurde zunächst auf Französisch, das kann ich mal so schlecht aussprechen, Groupe Social Spezial Mobilfunk, das war erst GSM und dann wurde es irgendwann der Global Standard for Mobile Communication, also das GSM, das Akronym, die Abkürzung blieb, aber die Bedeutung hatte sich geändert, die Aussprache hatte sich geändert. Naja, und das wurde stark auch vorangetrieben von dem European Telecommunication Standardization Institute in Sophia Antipolis in Nizza oder bei Nizza. Die hatten da so die ersten, oder nicht nur dafür, fürs GSM, die hatten da die Standards dann auch mit entwickelt, aber auch nicht nur die, sondern auch europäische Telekommunikationsnormen, die so abgekürzt sind mit EN 300, 220 beispielsweise oder so für Schmalbandkommunikation. Auch die kommen aus dem Stall von denen. So, weil das so ein beispielloser Erfolg wurde, das GSM, hat man dann irgendwann angefangen, und das wurde also eigentlich mit der Inmarktbringung des GSM wurde die nächste Generation, die dritte Generation nämlich, schon wieder losgekickt. Und da waren dann auch schon viele, viele andere Länder mit beteiligt. Und das lief dann unter dem Third Generation Partnership Project. Die dritte Generation der Mobilkommunikation, die dann im UMTS für uns mündete, für die Europäer mündete, aber die unter UMTS, also Universal Mobile Telecommunication Standards, eigentlich mehrere Kontinente oder mehrere Ideen mehrerer Kontinente vereinigte. Also eigentlich war das so ein Dachstandard und darunter fanden sie das, was wir hier machen, also hier unser Frequency Division Duplex, also FDD, im ca. 2 GHz Band. Aber auch das Time Division Multiple Access oder Code Division Multiple Access, ja, das waren die meisten anderen, oder auch so ein CDMA 2000 und so. Also es gab da viele Geschmacksrichtungen darunter, die so für die unterschiedlichen Kontinente, nämlich Europa, Amerika und Asien oder so, da relevant wurden oder waren. Aber man hat das, also es war schon eine Leistung sicherlich, das alles unter einen Standard oder so zu kriegen und so mal alle drüber zu reden. Aber es war eben auch davon entfernt, zu sagen, so jetzt habe ich ein Gerät und wenn dieses eine Gerät in Deutschland spielt, dann spielt es auch in Amerika und spielt auch in Japan und auch in China und so. Also so war es dann immer noch gar nicht, ne, weil immer noch viele unterschiedliche Standards da drin vereinigt waren. Aber man hat immerhin mal schon miteinander geredet. So. Und der Third Generation Partnership Project ist dann auch irgendwann die zweite Generation gerutscht.
also das GSM. In dem Zuge wurde so ein bisschen wurden die Spezifikationen umnummeriert. Und es ist drunter gerutscht auch dann die vierte Generation. Also Long-Term Evolution oder LTE wird von denen mit standardisiert und mitbetrieben. Oder auch die fünfte Generation, die wir ja schon mal kurz angesprochen hatten heute. Nicht? Auch das finden Sie alles unter 3GPP. Weil das so wichtig ist, gucken wir da mal kurz rein. Warum ist denn das hier so lahm? So, mein Lieblingseinspruchspunkt ist hier Specification, Specification Numbering, nicht Specifications Home. Ich gehe mal auf das Numbering. Also, da hatten Sie übrigens schon 5G gesehen, eben, ne? Im Hintergrund vielleicht. So, und da finden Sie jetzt hier 3G and Beyond, GSM Only. Da sehen Sie, dass die unter GSM Only Before Release Number 4. Da finden Sie die Radio Aspects beispielsweise, war früher in der Serie 05 und ist heute in der Serie 45. Ich gehe trotzdem mal in die 05 gerade mal rein. Die 0505 schreibt zum Beispiel hier Radio Transmission and Reception. Also das ist jetzt Historie, ich entschuldige mich dafür. Ich gehe gleich auch noch auf was Neueres. So, und auch die Sachen können Sie unter Versions. So, das hört natürlich dann 2005 auf irgendwie. Sieht so ein bisschen so aus, als wenn das hier nichts mehr wäre. Hier mal etwas Früheres. Ah. Da war ich auf einem Meeting gelandet. Ja, also die gibt es schon gar nicht mehr. Dann muss ich doch hier auf die, muss ich den doch runterladen. Ja, den wollte ich eigentlich gar nicht erst haben. Mir ist das ein bisschen dünn, das Dokument mit 430k. Aber 100 Seiten doch passt, hätte ich gleich runterladen sollen. Also da steht ja zum Beispiel drin hier Output Power. Gucken wir uns nur ein Beispiel mal an. Also Frequency Bands steht hier drin. Da schauen wir mal zum Beispiel hier drauf. Auf das 900er oder auf das Extended 900 Band. Da, das ist das, was wir im Wesentlichen nutzen, wenn wir hier, ich sag mal, das alte D-Netz meinen und D-Netz betreiben. Das ist also hier von 880 bis 915 ist der Uplink, also Mobile Transmit Base Receiver. Und 925 bis 960 ist der Downlink. Das ist ein bisschen größer als das Standard for Primary, deswegen gleich das Extended. Es gibt das DCS 1800er Band, das ist das E-Netz. Oder was wir meinen, wenn wir E-Netz sagen. Die Nummerierung brauchen wir nicht unbedingt. Dann gibt es hier die Output Powers. Da können Sie erstmal gucken, was hier so ein Handy können soll. Senden oder mit was so ein Handy senden können soll. GSM 900. So, da finden Sie beispielsweise, dass es ist GSM-Handys, ich glaube, es hat niemals eins gegeben, der Powerklasse 2 mit bis zu 8 Watt senden können soll. Das war mal die Idee, dass man damit auch Seefunk betreiben kann. Da würde man aber auch nur die Hälfte der Zeitstütze verwenden und größere Zellen machen. Ich weiß nicht, ob ich 8 Watt unbedingt hier so am Hirn haben möchte. Die Standard-Handys arbeiten 3,2 meine ich, ja. Die Standard-Handys machen heute so 2 Watt oder bis zu 2 Watt. Also wenn Sie jetzt im Aufzug telefonieren, dann wird er das wahrscheinlich machen, weil das ist ja dann immer schön geschirmt da, so Plastik, so Stahlkiste, Keksdose. Ne? Also, bitte? Ein Glasaufzug. Im Glasaufzug wird es wahrscheinlich etwas besser gehen, ja, aber in so einem normalen Stahlaufzug, da dürfte das ein bisschen, ja, man muss das ja nicht tun. Ne? So, während hier zum Beispiel hier das DCS, also die E-Netz-Handys, die machen hier 1 Watt oder 1/4 Watt. Gucken wir uns an, was so eine Basisstation können kann. Das kommt hier auch noch irgendwo. Das finde ich ganz spannend, damit Sie mal so ein Gefühl dafür kriegen.
was Base Stations im 900 MHz Bereich so machen können, ne? Und da sind wir dann relativ hoch in den Leistungen hier, irgendwie Maximum, ich weiß nicht, ob so eine 640 Watt Basisstation irgendwie, also das ist sicherlich keine da oben, ne? Das macht natürlich Sinn für große Flächen. Bin mir nicht sicher, ob sowas jemals verkauft worden ist. Also 200 Watt war so mal war so der Standard. Also das, solche Basisstationen hat man tatsächlich in größerem Maße auch gefertigt. So, damit da so ein bisschen mal, sag mal, ein Gefühl dafür aufkommt, mit was man es hier zu tun hat. So, das war GSM. Gucken wir uns mal an, was hier so ein Handy eigentlich alles erfüllen muss. Das ist die 400er, 34er Reihe. Beim Telefon wollen sie keinen Gewinn, bei der Basisstation aber schon. Ne? So 11 dB Gewinn oder so wollen sie haben. Aber das ist tatsächlich die Kabelausgangsleistung. Also ist der Antennengewinn nicht drin. Ja. Na, nehmen wir doch mal hier die Terminal Conformance. Also Terminal ist das, was ich in der Hand halte. Terminal Conformance Specification, Radio Transmission and Reception, die 34121. Und ich weiß nicht, warum das so langsam sein muss hier. Kommt mir schon wieder wenig vor. Aber ich glaube, warum? Ich weiß warum. So. Nee, das ist nur der eine Annex, genau. Was soll man die nehmen? Genau, das ist die 1. Das sieht schon besser aus. Gut, so. Genau, die habe ich gesucht. Also das ist jetzt das Cover. Und das sind eigentlich hier, wenn ich das jetzt mal da durchscrolle. Hey, soll das? Mach schneller hier. Dann sind das hier 60 Seiten Inhaltsverzeichnis. Ne, und so 2000 Seiten Spezifikation. Das ist die testkonformen Spezifikation für ein Handy. Also nicht jedes von diesen Features muss jedes Handy erfüllen und jeden von diesen Tests, der da definiert ist, muss jedes Handy erfüllen. Aber vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil das ist ja nur das für UMTS. Ne? Und wenn so ein Handy eben dann noch GSM spricht, muss es GSM ja auch noch können. Und wenn es noch LTE kann, muss es das auch noch können. Also und natürlich wird nicht jedes Handy unterstützt, jede Modulationsart und jede Datenrate und jedes Frequenzband und so weiter und jedes andere Feature irgendwie. Sondern nur ein Subset davon natürlich. Ja, aber wenn dann der BTS-Netz die, also wenn überhaupt das Handy und die BTS miteinander sprechen können, dann verhandeln sie, was sie denn können. Also das Handy sagt, ich bin hier Kategorie 7 und die Basisstation sagt, ich bin das und das und dann ist schon eine Menge klar. Und ja, sicher. Anders. Ja, sicher. Die vereinbaren dann, das machen sie doch auch. Ich meine, hier der
der Kollege macht gerade eine SMS und Sie machen ein Voice-Telefonat und Sie machen irgendeinen Download und so und das Ganze geht eventuell über die gleiche Basisstation. So, das ist ja völliger Standard. Also da wird natürlich, wenn das Handy sich anmeldet oder eine Verbindung aufbaut, dann wird ja verhandelt, wie will ich diese Verbindung jetzt aufbauen, mit was, mit welcher Datenrate, mit welcher Modulationsart und so weiter. Grundsätzlich natürlich erstmal, was kann ich überhaupt, wer bin ich überhaupt, nicht? Und das wird dann einfach hinterlegt und gemacht. Und wenn das Handy eben das nicht alles unterstützt oder die Basisstation das nicht unterstützt, dann fällt man eben auf das zurück, was man kann. Es gibt ja auch so einen Minimum-Speck. Also wenn du, man kann natürlich ein Handy nicht 3G oder dritte Generations-Handy nennen, das gar nichts von dem unterstützt. Also so ein Subset, so ein Minimum-Subset muss es ja geben. Also Sie können ja auch mit einem Handy, das 5 Jahre alt ist, heute noch telefonieren. So, und das unterstützt eventuell kein HSPA und das unterstützt auch noch kein LTE und das kann auch nur die Basisdatenrate vom UMTS, die Release 99 Rate, also die 384 Kilobit pro Sekunde. Mehr nicht, so, macht doch nichts. Also natürlich kriegen Sie dann nicht plötzlich 14,4 Megabit pro Sekunde mit dem alten Handy, ist schon klar. Wie auch. Aber meldet sich an, verhandelt das und gut ist. So, was ich damit nur, also womit ich Sie so ein bisschen schocken wollte, ist, wie komplex diese Kommunikation, also erstmal, wo kriegt man Daten her, das, oder wo kriegt man die Informationen her? Das ist sicherlich ganz spannend, aber eben auch die Frage, wie. Da ist das, ne? Also einmal, wo kriege ich Daten her, aber auch wie komplex ist die ganze Geschichte. Wenn wir jetzt hier nochmal in 1 reinschauen, die 25, nehmen wir mal die 25101, das sind jetzt hier die User Equipment Radio Transmission and Reception Dinge. Halt, Responsibility wollte ich gar nicht, Versions wollte ich. Nehmen wir mal die 15.0. So, komm. So, da wollte ich eigentlich nur mal eins zeigen, nämlich hier die Frequency Bands and General Arrangement auf Seite 20. Also allein die Radio Aspects sind hier schon 400 Seiten, das sehen Sie unten links, wenn Sie es sehen, sehen Sie es ja, ne? So, und da haben wir jetzt hier die Frequency Bands. In diesen Frequenzbereichen ist irgendwo auf der Welt UMTS mal angedacht oder erlaubt. Wir Europäer haben das Band 1. Also das ist das, wenn Sie HSPA betreiben oder wenn Sie telefonieren oder sowas, was Sie wahrscheinlich nutzen werden. Also die 1920 bis 1980 für einen Uplink und die 2110 bis 2170 für einen Downlink. Wie genau da die Kanäle arrangiert sind und so, das machen wir etwas später. Also das mal so etwa wissen. Dann gibt es natürlich auch Reuse. Das ist das alte E-Netzband hier beispielsweise. Ja, das ist das alte E-Netzband. Das ist das, genau, das 8er. Das ist das GSM-Band, in dem Sie heute, zwar heute in Deutschland nur GSM machen, aber Sie könnten GSM abschalten und es dann für UMTS freigeben. Mindestens die technische Seite erlaubt das. Also der technische Standard erlaubt das. Dann gibt es ein paar Anomalien. Normalerweise ist das der Uplink unterm Downlink. Frequenzmäßig, aber aufgrund von irgendwelchen Einflüssen, im Wesentlichen sind das Fernsehsender, die dann vielleicht in der Nähe liegen und stören könnten oder sowas, gibt es das auch umgekehrt. Hier, das ist aber eher der seltene Fall, also wo jetzt hier der Uplink mal über dem Downlink liegt in der Frequenz. Na, je niedriger die Frequenz ist, desto einfacher ist es eigentlich. Und das ist, geht da sicherlich bloß um ein paar Prozent, aber es ist
Also auch diese paar Prozent helfen schon, das Handy ein bisschen einfacher, ein bisschen billiger zu machen. Und sie wollen die größere Komplexität, das Schwerere in der Basisstation haben, weil das brauchen sie halt seltener. Was ist jetzt das Schwerere, die Modulation oder die Demodulation? Nee, überhaupt die höhere Frequenz. Ja, weil das Handy muss ja beides, nur es muss halt auf einen senden können, auf der anderen. Ja, aber es muss die hohe Leistung erzeugen auf der unteren, auf der niedrigeren Frequenz. Und das ist die Kurven. Sie haben ja die Verstärker letztes Semester gebaut. Die fallen ja jetzt gut, bei DAB war es jetzt im sehr niedrigen Frequenzbereich. Nicht? Aber normalerweise sinkt die Effizienz mit der Frequenz beispielsweise. Also die Effizienz des Endverstärkers. So, und wenn Sie jetzt es einfacher haben wollen und die Batterie länger halten soll und so, dann versuchen Sie eben, es geht um wenige Prozent, so groß ist der Unterschied ja nicht. Ne? Dann versuchen Sie natürlich eher die untere Frequenz fürs Handy zu verwenden. Also da, wo das Handy sendet. Ne? So, wir sind hier bei 32. Gut, das ist zum Teil ist da reserved und wird da nichts gemacht. Nicht? Allein das können Sie sich schon vorstellen. Wir sind hier bei 32 Bändern, die da verwendet werden können. Die kann man jetzt auch kombinieren, aber auch das ist was für einen späteren Teil dieser Vorlesung. So, das gibt es natürlich jetzt auch nochmal, aber ich gehe nicht auf alles ein. So, dann gibt es natürlich hier Evolved Ultra, also Universal Terrestrial Radio Access. LTE Advanced, LTE Advanced Pro Radio Technology. Da ich ja eher der HF-Techniker bin, hänge ich immer so ein bisschen an der Radio Technology. Also hier finden Sie jetzt schon Dinge für LTE auch drin. Zack, und da schauen wir nochmal in die 3601 rein. Das ist nämlich die entsprechende LTE-Spec, die wir eben fürs UMTS gesehen haben. Deswegen heißt die eben auch 101. Sehen Sie, da sind ein paar Lücken drin. 102 wäre zum Beispiel eine andere Geschmacksrichtung, also die 2502 wäre eine andere asiatische Geschmacksrichtung des UMTS gewesen. Die taucht hier gar nicht mehr auf, weil beim LTE hat man es dann doch geschafft, dass man tatsächlich einen weltweiten Standard hat. So, der aber, haha, eigentlich ist auch das eine Sammlung von Technologien. Ja, nee, das stimmt jetzt nicht. Das war unfair. Gucken wir mal hier. Ich glaube, ich denke mal, da ist das drin. Also das stimmt nicht, aber der LTE-Standard ist deutlich flexibler als alle anderen. Er erlaubt breite Kanäle, erlaubt schmale Kanäle, sodass man sich auch in Spektrumlücken so weltweit irgendwo reinquetschen kann, mit dann natürlich geringeren Datenraten, geringeren Spektrumverbrauch. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich das hier jetzt finde, dass das nicht nur die Abkürzungen waren. So, Operating Bands, da haben wir es schon. So, jetzt guckt mal hier nur auf die linke Spalte der Nummern, auf wie viele verschiedenen Frequenzbändern man weltweit irgendwo LTE machen können soll, darf. Ne? Das zählt es bis 76 hoch, es sind ein paar Reserved und NA und so weiter drin. Schön, vielleicht für uns, hier fühlen wir uns gut, ist, wir sind wieder die Nummer 1. Ne? Da könnte man das jetzt tun. Die Versorgung der ländlichen Gebiete soll aber, glaube ich, eher in dem Bereich, im Band 13, stattfinden. Das ist das, womit man hier in Deutschland träumt und sagt, hier können wir auch den Schwarzwald mit versorgen oder so. Genau. Ne? Niedrige Frequenz hat. Nee, das stimmt schon. Also wenn Sie oben auf dem Hunseck stehen oder sowas, haben Sie eher den französischen Empfang als den deutschen. Hat er schon recht. Finde ich sowieso erstaunlich, dass wenn Sie im Grenzgebiet sind, haben Sie ja immer das von der anderen Seite. Ne? Ich frage mich, warum das so ist. Ne? Also auch wenn ich irgendwie da im Goldkanal oder sowas bin, habe ich immer den Franzosen und den Deutschen. Sind wir willkommen in Frankreich. Ich bin gar nicht in Frankreich. Nee, das.
das liegt, glaube ich, eher daran, wie sie, wo, das ist, liegt eher daran, wie sie die Antennen oder wie sie welche Bereiche ausleuchten wollen. Und wenn sie am Goldkanal sind, da ist halt nichts in der Nähe. Da wird es von deutscher Seite wohl wahrscheinlich kaum was ab. Naja, oder es ist eben wirklich gewollt, also habe ich nie recherchiert, oder es ist wirklich gewollt, dass man da Roaming-Gebühren einkassieren möchte. Ja, sowas könnte natürlich sein, ne? Dass man da dann im Grenzgebiet ein bisschen mehr einnehmen könnte. Aber das ist jetzt eine böse Unterstellung, glaube ich. Naja, jetzt nicht mehr. Dann werden wir ja sehen, wenn das in 2 Jahren nicht mehr so ist. Sondern in 2 Jahren haben Sie tatsächlich, wenn Sie in Deutschland sind, auch einen deutschen Empfang, dann wissen wir, warum es so war. Dann war das nämlich der Grund. Ja. Also können wir abwarten. So, also, Sie sehen, es gibt eine ganze Menge verschiedene Frequenzbänder beispielsweise, in denen man das betreiben, jetzt hier auch LTE betreiben darf. So, steigen wir zurück, oder gehen wir zurück in die Vorlesung hier. Also wir haben jetzt hier sehr intensiv uns hier über die 3GPP, um die 3GPP gekümmert. Ich habe noch, auch das möchte ich Ihnen gerade zeigen, weil Sie Drähte, die so etwas benutzen, natürlich in der Hand haben oder wahrscheinlich sogar dabei haben. So, da kann man jetzt hier auch die Standards von der ETSI sich angucken. Die European Standards, also EN. Und suchen wir den da, 300, 440 beispielsweise. Habe ich mich vertan? Ne. Ach, den wollte ich doch jetzt nicht haben. So, den wollte ich haben. Für Short Range Radio Devices steigen wir jetzt gleich in den hier ein. Gut, das ist zwar die Nummer 2, dann nehmen wir den. Oder reicht das schon? Genau. So, worum geht es hier? Also Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters. Also was darf man tun für Short-Range-Devices? Radio Equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz Frequency Range. Und da geht es hier beispielsweise, also hier steht zwar RFID dahinter, aber hier geht es um die Geräte, die wir im 2,4 GHz Bereich verwenden. Müssen wir aber noch mal detaillierter reinschauen, um was es genau geht. Denn es geht hier nicht um die WLANs, auch wenn die im gleichen Frequenzbereich sind, sondern es geht hier um die Applies to Short Range with Major Equipment Type, Generic Short Range Devices including Alarms, Telecom, Telemetry, also eher um Dinge mit geringerer Datenrate. Und da der 2,4 GHz Bereich so wichtig gewesen ist, hat man mittlerweile, also die Spezifikation war nicht immer so detailliert in dem Bereich, hat man die natürlich auch mal speziell abgehoben auf den 2,4 GHz Bereich. Auch wenn da vorher steht 1 GHz bis sonst wo. Ne? So, da wird aber jetzt nicht, beispielsweise nicht beschrieben, wie in den anderen Specs, die wir bislang gesehen haben, also sowohl die ITU als auch die 3GPP Specs. Da steht ja ganz klar drin, so und so muss das moduliert sein. Wir haben das nicht alles genau angeguckt, aber so muss es moduliert sein. Und genau so ist der Zugriff und das ist die Codierung, bla 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 und so weiter. Das steht hier nicht drin. Sondern hier steht jetzt drin, was das Ding so ganz grob können soll, wie zum Beispiel der Duty Cycle ist, also in welchem, Duty Cycle sagt Ihnen was, ne? Also zu welchem Prozentsatz es senden darf. Und irgendwo müssten wir jetzt auch hier dann mal sowas finden. Warum bin ich denn jetzt hier? Ich hätte jetzt, ja, vielleicht finde ich das im schnellen Rüberflug nicht. Ein
Nee, ich habe die falsche. Technical Characteristics and Test Methods. Ist die länger? 67 Seiten. So, da wird zum Beispiel definiert, wie das mit dem Kanal aussieht, wo eben der die Nachbarkanäle, oder wie das mit den Nachbarkanälen ist. Es ist relativ trivial, dieses Bild, also gewollter Kanal, Nachbarkanal und Alternate, also ein weiter Kanal. Und dann kommen wir hier in solche. Test. So, das hatte ich jetzt gesucht, ne? So, hier steht jetzt zum Beispiel drin, mit welchen Frequenzen man was tun darf, ne? So, im 2,4 GHz hier zum Beispiel die 4 Watt, also 3,2 ist eine andere Art. 4 Watt EIRP sagt Ihnen mittlerweile auch was. Für RFID-Leser 10 Milliwatt Generic Use, das ist jetzt so eine Maus, ne? Also wenn ich hier so einen Laserpointer mit Maus oder sowas habe, der in dem Frequenzbereich arbeitet und nicht zum Bluetooth gehört, dann würde das für ihn gelten. Bluetooth ist nochmal ein bisschen rausgenommen. So, da wollte ich nochmal kurz drauf einsteigen. Also auch diese Informationen bekommen Sie hier und das spielt relativ dicht rein in jetzt hier Testing Certification. Also was darf man in der Europäischen Union eigentlich in Betrieb bringen? Ist auch was Französisches, eigentlich irgendwie Certificate Elektronik oder sowas in der Richtung. Das steht nicht für China Export, auch wenn man das meinen könnte. Und das ist jetzt zum Beispiel auch wieder auf allen möglichen elektrischen oder auch nicht elektrischen, also ist auch auf dem Überraschungsei drauf, ne? Das bedeutet, es ist nicht generisch was elektrisches, sondern was dürfen Sie wie in Betrieb nehmen. Und da gelten elektrische Geräte eben, fallen da auch drunter. Die müssen natürlich andere Spezifikationen erfüllen als die Überraschungseier, ne? Aber grundsätzlich ist das auch mit dabei. Hier finden Sie das auch, CE-Zeichen, also irgendwas, was kein CE-Zeichen hat, dürfen Sie in der Europäischen Union eben nicht, nicht vertreiben. Die genauen gesetzlichen Regelungen, wer muss dafür sorgen, dass das wie eingehalten wird und wer zertifiziert selber und so weiter, ist von Produkt zu Produkt auch wieder unterschiedlich. CE gilt auch für den Medizinsektor, wo natürlich ganz andere Regeln gelten als für Toaster, als für Netzteile und für Überraschungseier. Nicht? Aber grundsätzlich ist das, muss man das Zeichen, was? Kriegen. Sie müssen es selber prüfen und dokumentieren. Ja. Ja gut, aber es gibt ja Institutionen, die das auch überwachen und auch sich auch beschweren. Und das, meine, das ist ja momentan gerade so ein bisschen das Problem, aber das ist ja nicht nur ein technisches Problem, sondern zum Beispiel auch ein steuerliches mit den Vertriebswegen chinesischer Händler, ne? Also die natürlich munter hier auch ihre Ware sogar in Deutschland liegen haben und aus Deutschland über Amazon verkaufen und die Umsatzsteuer auch ihnen auf die Rechnung schreiben, aber niemals abführen, ne? Beispielsweise. So, das ist ja nur das, wo es dann eben wirklich auffällt. Und die irgendwelche Lichterketten verkaufen, wo sie dann eben CE, da meinst du dann wirklich China Export, also wenn sie das CE-Zeichen irgendwie nachgemacht haben. Es gibt die unterschiedliche Ausprägung. Manchmal, wenn man genau hinguckt, zumindest. Ja, zumindest vor ein paar Jahren fand man da auch noch falsche CE-Zeichen. Die konnte man auch erkennen. Das haben sie natürlich mittlerweile auch gelernt, ne? Da werden irgendwelche Weihnachtsbaum-Lichterketten, das sind immer so auffallende Beispiele, verkauft, die überhaupt keiner Regel genügen. Oder hier Mehrversteckdosen so, ne? Das sind auch so diese typischen Teile, die da. Ja, gut. So, und wenn wir das jetzt alles haben, dann können wir auf den deutschen Bereich und damit auf die Gesetzgebung auch nochmal runtergehen. Da möchte ich erstmal hier die Bundesnetzagentur nochmal hervorheben. Das ist die, die da vorne oder eine Außenstelle da an der Kanalstraße, Kanalstraße heißt, glaube ich, ne, hat. Also gar nicht weit von hier ist die Bundesnetzagentur.
Die ist, ja, ursprünglich war das mal so die, nur die Funkbude, aber mittlerweile machen die alles, nämlich auch hier Bundesnetzagentur für Aufgaben und Struktur, elektronische Kommunikation beispielsweise oder auch Gas und ich meine, Schiene machen sie auch und Strom machen sie sowieso, also alles Mögliche, also alles, was mit da haben wir es, ne? Also Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn. Alles, was mit Netzen zu tun hat, geht über die. Und zum Beispiel auch so, wenn Sie sich über Preise beschweren wollen oder was, geht das auch über die. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das Richtige. Wie kriege ich das jetzt angezeigt? Da verlaufe ich mich jetzt gerade. Ja, ja. Könnt ihr hier nicht mal irgendwo... Ich suche eigentlich ein Dokument bloß. Aber... für das? It's the student stupid? Okay. Tja, das muss es doch sein eigentlich. Da. Ja, genau. So, ich hatte dummerweise Frequenznutzungsplan, glaube ich, eingetippt und nicht Frequenzplan. Da ist er. Also, bis 3000 GHz gehen die mittlerweile. Das ist Schweinerei. Gibt es kaum noch Ducken. Also kann man irgendwie nichts. So. Hä? Und da steht zum Beispiel drin, was man so alles so tun darf und ob man was tun darf. Jetzt können wir den natürlich ins detailliert durchlesen. Das ist vielleicht gar nicht so das, was wir machen möchten. Nach welchem Dienst würden Sie mal gerne suchen wollen? Gibt es irgendwo schon im Terahertz-Bereich? Also der Terahertz-Bereich beginnt ja bei 100 GHz, genau. Ab 100 GHz ist es frei. Nee, das stimmt nicht. Gucken. Ja, schauen wir doch nach, bis wohin es hier so gesetzlich geregelt ist. Da. Ja. Frequenzbereich bis 246 GHz, also bis 250 GHz ist das Netz geregelt. Wobei das jetzt hier gerade ISM-Anwendungen sind. Also ISM heißt sogar, wenn ich es nicht übertreibe, darf ich alles machen, auch Mikrowellenofen. Ne? Und da sehen Sie auch, da sind eine ganze Menge Lücken noch drin. Wobei, Wald, ich bin da irgendwo Tankradare, ich bin da irgendwie in speziellen Kapiteln gerade. Sonstige Funkanwendung. Schauen wir doch mal hier rein. So, oberhalb 3000, also oberhalb 3 Terahertz nicht zugewiesen. Da haben wir es. Aber da ist natürlich immer Frequenzbereich von 275 bis 3 Gigahertz Amateurfunkdienst.
Ne? Weltraumforschungsfunk, okay, das ist der Bereich, aber was ich hier machen darf, bis 990 GHz ist was zugewiesen. Hier, da darf ich als Amateurfunker anscheinend was tun. Ah, das passiert nicht. Erderkundung, ne? Sehen Sie, da haben Sie den Terahertz-Bereich dann schon definiert. Schauen wir noch mal irgendwo in die Mitte rein. Das Megahertz. Genau, Betriebsfunk, den wollte ich. Nehmen wir doch mal das. Hätte man natürlich auch als Gruppenarbeit mal machen dürfen. Betriebsfunk, da wollte ich nicht hin. Funkanwendung geringer Reichweite, 403 hier da. Der zum Beispiel, ne? Das sind hier Autoschlüssel. Ne, 433 bis 434. Funkanwendung geringer Reichweite. Und das ist das 70 cm Amateurfunkband hier. Militärische Anwendungen sind da auch. Und da wäre jetzt zum Beispiel, findet sich da mein Auto, also Autoschlüssel oder sowas wieder. Also meiner jetzt nicht, weil der Automobile Oberklasse, also wenn Sie da so eine Unterklasse fahren, dann hat er auch niedrigere Frequenzen. Daran unterscheidet sich das ja auch. Bitte? Ja, natürlich hat das nichts mit der Automobilklasse zu tun. Gut, so, also das hat jetzt hier auch Durchschlagskraft gesetzmäßig, daran hat man sich zu halten. Okay, ja, wollte ich auch gerade sagen, machen wir Pause.